So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Team Training. Letzter Part für diese Session für mich. Bedeutet, ab morgen könnte es wieder zu Ausfällen kommen. Wie hier hinten ist nichts. Doch, hier, Bär. Und der Baum wächst ganz schön schnell nach. So, Bärenwald. Hier hat man uns gesagt, sollte man nicht alleine hingehen. Ich habe ja gesagt, von dem will ich eigentlich noch einen zweiten fangen. Damit wir den noch trainieren können. Wenn wir eine Fusion machen. Sobald ich rausgekriegt habe, wie die Fusion funktioniert. Und davon hätte ich gern auch noch einen. Kiblas tötet ihn ja nicht. So. Dann haben wir die beiden nämlich jetzt auch. Wenn es die noch als Super Saiyan gibt hier, dann fange ich die auch. So, den da. Und dann gerade mal mit dem Dragon Rush Chunks verprügeln. So. Ja, kein Problem. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was wir kriegen. 41. Gut, Yamchu ist erstmal fertig. Dementsprechend kriegt der hier jetzt den Mantel. Entschuldigt, ich muss nochmal niesen. Ah. Also was heißt nochmal? In diesem Part habe ich ja noch gar nicht genießt. Zabon. Das sind so Kämpfer, die hatten nicht mal eine Chance gegen Gohan. Die hätten nicht mal gegen Gohan als Super Saiyajin eine Chance gehabt. Und meinen jetzt, wo er Ultimate ist, wo er nicht mehr so aussieht. Nee, Shield machen wir nicht. Da haben sie eine Chance, aber nein. Gohan ist noch viel stärker geworden. Yay! Yay, yay! Kämpfen! Das ist wirklich ein schöner Ort zum Trainieren, muss ich sagen. Also mit diesem Anzug, da kriegt man hier echt schnell Erfahrungspunkte. Vielleicht soll ich den anderen auch noch geben. Ja, weil Trunks zum Beispiel, der kriegt ja jetzt recht wenig Erfahrungspunkte. Aber dafür kriegen wir mit ihm mehr Geld. So, Bärenwald. Hier soll's spuken. Also wenn der da alles ist, was hier spukt, dann sehe ich da kein Problem. So, erstmal alle Bäume zerkleinern. Aber wir haben... Ich überlege echt, ob wir das mit der Levelbegrenzung vielleicht gleich ein bisschen höher ansetzen, weil jetzt, wo wir hier so viele XP kriegen, denke ich mal, können wir das ruhig machen, dass wir da ein bisschen mehr XP verdienen wollen. Gibt es ja eigentlich auch Kämpfer, die wir noch nicht hatten? Oh, da unten. Da gibt's was zu holen. Dragon Rush? Ja, natürlich lernen wir Dragon Rush. Da machen wir den Schlagrad mal raus. Ich meine, Dragon Rush ist ein verdammt starker Nahkampfangriff. Oh, Piccolo. Ich glaube sogar Piccolo 2. Also okay, es gibt hier offenbar doch recht starke Kämpfer auch in dem Wald. Habe ich mich verlaufen? Vorsicht vor Monstern. Ah, bitte hilf mir. Die Monster, die hier sind, haben mich vor einer Weile erschreckt. Ich habe immer noch Angst. Das hat Lost Tell Angst gemacht. Ich bin zu verängstigt, um mich zu bewegen. Aber ich möchte heimgehen. Hä? Da kommt's schon wieder. Nein, geh weg, hör auf mich an.
mir Angst um Ali bei meinem Papi. Jakon, du bist es also. Oh, das war so Angst einjagen. Danke. Lostel ist hergekommen, um ein paar Beeren zu pflücken. Aber du kannst das haben. Wie ist dein Name? Lostel hat Angst, also... Kann ich mit dir zu Daddys Haus gehen? Okay, lass uns nach Hause gehen. Na, du hast Lostel gerettet. Wie kann ich dir nur danken? Lostel, Darling, vergib mir. Ich wusste nicht, dass du Angst hast und in Schwierigkeiten bist. Ist schon okay, Daddy. Ich, hab mich mit Wolf befreundet. Oh, was ist das? Du sagst, du hast etwas für mich? Woher wusstest du, dass ich... Woher wusstest du von meiner Liebe für Steine und Edelsteine? Du weißt, wie man einen Mann glücklich macht. Okay, das kann man jetzt falsch verstehen, aber natürlich. Ah, ich sehe schon, du hast das von Leon. Danke ihm für mich. Du warst fantastisch. Ich möchte, dass du das hier kriegst. Ein Mondstein. Von Lostel's Daddy. So, biete dir jetzt Spiele an. Ah, Spiele gehen bald los, wenn ich jetzt mal reingehe. Ah ja, jetzt können wir Spiele hier machen. Willkommen spielen. Ah, Wireless Adapter ist nicht connected. Das heißt, das ist nur Wireless, können wir da spielen. Das ist schade, vielleicht kann man den irgendwie online machen? Wenn ja, wäre das super. So, jetzt können wir das auch zerschneiden und uns hier den Kristall holen. Auf der anderen Insel wollte ich ja nochmal surfen gehen. Dementsprechend bewegen wir jetzt nochmal die Kämpfer und holen uns Aqua nochmal wieder. Irgendwann muss ich die mal sortieren hier. So, zurück auf Insel 1. Bevor wir aber Leon Bescheid sagen, gucken wir erstmal, wo wir hier hin surfen können. Ich fange an, einen Sonnenbrand zu kriegen. Dann würde ich sagen, trainieren wir einfach, bis wir so auf Level 25 sind. 45. So, was sind wir denn hier? Kindle Road. Der Weg geht geradewegs zu Mount Ember. Okay, und hier gibt es den imperfekten Cell zuhauf, oder wie sieht's aus? Mein Mittagessen hat mich so voll gemacht. Willst du als kleine Übung mit mir kämpfen? Ja, ich weiß, ich kämpfe schon längst und erzähle immer noch. Aber ich bin halt so schlecht im Simultan übersetzen. Ach, Krillin gibt's hier auch. Gut zu wissen. Da unten müssen wir dann Zertrümmerer machen. Dann müssen wir mal gucken, ob Dings auch Zertrümmerer lernen kann. Kaioken. Hä, wo ist es denn? Strand, Fly, Surf, Cut. Wir hatten doch irgendwo Zertrümmerer, oder haben wir das schon wem beigebracht? Mauplus, Energy Shift. Wir hatten das, ich bin mir ganz sicher, dass wir das hatten. Habe ich das wem beigebracht? Wenn ja, wäre ja extrem doof. Hau Käfer Cell weg. Alle von ihnen. Nein! Ich habe nicht mal wen zum Fliegen dabei. Oh, ja, das war extrem dämlich. Wen zum Fliegen hätte ich mir eigentlich mitnehmen sollen. Sag mal, ich sollte da echt nicht mit Speed-Up durchlaufen. Von diesen Städtern mit ihren Flugmaschinen kommt nichts Gutes.
ganz langsam. Da müssen wir da echt mal gucken. Ja, kriegt man hier vielleicht auch ein Kid Gohan irgendwo her? Dann surfen wir gerade nochmal zurück, weil ich muss an das Computersystem. Okay, er labert mich auch nicht instant voll. Dann nehme ich jetzt einfach mal Galien mit. Noch. Metal Cooler wartet hier. Und ich gucke mal, ob ich dem da auch Zertrümmerer beigebracht habe. Nee. Wen hatte ich denn noch im Team? Also, dass Cell es nicht kann, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann hatten wir noch Krillin zwischenzeitlich im Team. Der ist ja dann rausgeflogen. Nee, der kann das nämlich auch nicht. Oder mussten wir den Move, konnten wir den Move irgendwo kaufen? Das kann natürlich auch sein. C13. Nee, von denen hatten wir keinen im Team. Höchst anfangs Cyberman und Tambourin. Und Trommel, aber die, denen habe ich das nicht beigebracht. Kann Hildegard das? Ghost Dark. Naja, das ist auch keine Technik zum Zerbrechen von Steinen. Naja, das ist auch nicht. Ich gucke jetzt hier einfach kurz bei den Kämpfern überall durch, ob die irgendwo so eine Technik haben, mit der man den Stein zerbrechen kann. Meteor Rush ist es auch nicht, ne? Nee. Kann ja sein, dass irgendeiner von denen von Grund auf diese Technik schon drauf hat. Und da waren doch ein paar Kämpfer, die wir mal früher im Team hatten. Also bis dahin glaube ich eh nicht, dass irgendeiner diese Technik kann. Aber die meisten, die können ja hier nur so Grundtechniken. Von daher sieht es schlecht dafür aus. Was war hier? Nee. Okay, kein Zertrümmerer für uns. Dann gehen wir mal weiter und gucken mal, wie weit wir ohne Zertrümmerer kommen. Wir können jetzt immerhin wieder zurückfliegen. Wir haben uns überhaupt nicht geheilt, ne? Dann sollte ich zumindest hier am Schuh das, den Anzug wieder anziehen. Ist auch irgendwie doof, dass sie sich ein Kleidungsstück teilen müssen, aber ist halt so, ne? Ich komme die ganzen Sachen nicht ran, weil ich keinen Zertrümmerer habe. Achso, ne, Keyblast funktioniert nicht, dann so. Zumindest den Topschutz kriegen wir. Teamarbeit, okay, Jetkick und das Super Kamehameha. Gott, der ist auch bald tot. Und dann müssen wir wieder jemand anderem den Anzug anziehen. Ember Spa? Es gibt hier ein Spa? Ah, okay. Heilt das unsere Pokémon? Ja. Dann kann Trunks das Ding auch wieder anziehen. Ja, die ruhen sich alle hier toll aus. Ah, Moment. Da hieß es doch gerade, es kann Steine zerbrechen.
heißt das, wir haben es jetzt gekriegt. Rock Smash, dann hatten wir das doch noch nicht. Okay, und Aqua kann das sogar instant lernen. Aqua kriegt das auch. Und für den Fall, dass wir gerade nur mal Fliegen dabei haben, kriegt er das auch noch beigebracht. Okay, dann haben wir jetzt doch den Zertrümmerer gekriegt. Perfekt. Können wir uns jetzt die ganzen Items doch noch holen. Ich hab's ihnen doch beigebracht. Achso, ich brauche noch einen Orden dafür. Ich habe noch gar nicht den Orden, um die zu zerbrechen. Chance, mach was. Ja, Trunks, so wird das nix. Am Anfang paralysieren lassen und dann einfach nichts mehr machen. Moment, nochmal raus. An dem Stein ist nichts, okay. Aber ich befürchte, wir brauchen Rock Smash dafür. Für den weiteren Weg. Nein, kein Level 5er Aqua. Level 44. Moment, den Angler noch. Vor allen Dingen, entwickelt sich denn Aqua immerhin? Auf irgendeinem Level, das muss ich mal nachschauen. Nach dem Part oder so. Ich habe zwar gesagt, es ist der letzte für die Session, aber mal gucken. Gut, dass wir Stärke und sowas dabei haben. Level 45, perfekt. Blöd, wir können aber auch nicht mehr austauschen. Wo haben wir es denn hier? Tatsut. Achso, stimmt. Steine zerbrechen kann ich ja noch nicht. Ich befürchte, es ist noch ein bisschen früh, dass wir hier sind. Es wird noch überhaupt nicht von uns erwartet, dass wir uns hier durchkämpfen können. Weil wir halt den Orden noch nicht haben. Okay. Dann kommen wir da später nochmal hin. Obwohl, ich... Doch, ich tausche Kämpfer aus. Aber nicht wie man sich das denkt, denn ich tausche tatsächlich Trunks aus gegen Cell. Hey, sorry fürs Warten. Wir haben es geschafft. Der PC läuft. Du hast den Job für... der Job ging wirklich schnell. Leon ist ein unglaublicher Typ. Nein, nein. Da war fast nichts mehr für mich zu tun. Celio, ich habe es jetzt an dich weiterzugeben. Du hast eine Menge gelernt. Oh, wirklich? Nun, da wir mit dem Job fertig sind, sollten wir zurück nach Kanto. Celio, wir sehen uns. Boah, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so rumgeschickt habe heute. Ich verspreche, ich werde dich nächstes Mal rumführen. Ja, wir sind rumgekommen. Hey, war das nicht eine lange Reise? Mein Kumpel Celio hat deine Anwesenheit wirklich genossen. Ich bin sicher, er wird dich willkommen heißen, wann immer du wieder zurückkommst. Du kannst auch die Fähre
vom Red Ribbon Port nehmen, wenn du den Tree-Pass hast. Okay, danke für deine Gesellschaft. Gut, dann müssen wir jetzt hier noch lang. Dann bin ich mal gespannt. Mr. Satan wird unser letzter Arena-Leiter werden. Hieß es ja schon. Taunt. Macht Taunt irgendwas oder ist es so ein schlechter Move? Nee, das bringen wir ihm nicht bei. Unser C17 soll ja hier nichts Böses lernen. Oh nein, C17. Los, Cell. Töte sie alle. Ich meine, so ein paar schlechte Cyborgs gegen den ultimativen Cyborg. Ich habe übrigens noch nicht nachgeguckt, wo man hier fusionieren kann, weil das würde ich wirklich gerne. Weil dann könnten wir uns auch tatsächlich einen Super 17 machen, wenn wir das wollen. Aber irgendwo muss das doch gehen. Ich habe zumindest davon gelesen. Was? Es gibt 7 Dragon Balls. Diese gehören bei Kami, the one Makio Town from Capsule Corporation. Okay, die haben bloß gesagt, dass es die Dragon Balls gibt. Eine goldene Pfeife. Aber so wirklich diese Fusionsmaschine, die beschrieben wurde, ist hier nicht. Okay, dann weiß ich nicht, wo man hier fusionieren kann. Muss ich dann nochmal nachlesen. Oder hilfst du mir? Nee. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Da geht's zurück in unsere Heimatstadt. Und wir gucken, ob wir auf dem Weg Kid Gohan aufsammeln können, weil der da ja irgendwo leben soll. Also, ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn's weitergeht, mit Dragon Ball Z Team Training. Bis dann, euer...